So, da geht's auch weiter bei Assassin's Creed Brotherhood und wir müssen jetzt den Machiavelli verfolgen. Was heißt verfolgen? Wir müssen ihm folgen. Er weiß ja, dass wir da sind. Zum Glück, weil ich hätte jetzt keine Lust wieder auf eine weitere Verfolgungsmission. Und hier ist wieder eine Glyphe im Aquedotto Claudia. Ah, genau. Daran kann ich mich aber noch erinnern, denn an, ich glaube, an diese Glyphe kann man noch nicht ran. Denn die ist irgendwo hier an diesem Gebilde, an diesem Aquädukt. Und dieses Aquädukt zieht sich durch die ganze Stadt. Und ja, dazu muss ich euch gleich was erklären, weil ich glaube, wir sind jetzt nämlich da. Und Machiavelli wird uns jetzt wieder zulabern. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Genau, das sind nämlich so Verbindungstunnel, die uns schnell von einem Ort zum anderen der Stadt bringen. Die müssen allerdings immer, bevor wir die benutzen können, renoviert werden. Das heißt, wir müssen die halt, ja, wie diese Stelle, was wir in den letzten Teilen gemacht haben, aktivieren. Und was ich zu den Aquädukten sagen wollte, die müssen nämlich auch renoviert werden, weil die sehen nicht mehr wirklich gut aus und da hinten seht ihr, da fehlt ein Stück. Und ja, die sehen wirklich dann auch neu aus, wenn man sie renoviert. Dann ziehen die sich nämlich durch die ganze Stadt und erst wenn man das gemacht hat, dann kommt man nämlich an die Glyphe ran, weil man anders sonst nicht darauf kommt. Meine ich so eine Erinnerung zu haben. Und ich denke mal, wir müssen jetzt einen dieser Tunnel benutzen. Denn wir müssen, wo müssen wir denn hin? Da. Ah, und hier ist noch so ein Schatz des Romulus-Versteck. Ja, dann haben wir einiges zu tun. Und seht ihr, das ist der große Nachteil bei Assassin's Creed Brotherhood, finde ich. Man kann es auch übertreiben mit den Sachen, die es zu entdecken gibt in der Stadt. Seht euch mal an, wie voll die Karte ist. Und die wird noch voller. Das war ja noch nicht alles. Also da fehlt einem manchmal echt Übersicht. Ich meine, man kann natürlich hier die Anzeige einstellen und alles ausschalten, was man nicht so wirklich braucht. Aber man braucht eigentlich so ziemlich alles. Was war das denn nochmal hier? Rosa in Fiore. Okay. Ach, ich weiß nicht mehr so viel von dem Spiel. Ich muss mir das erstmal wieder alles antrainieren, sag ich mal. Ich benutze einfach mal so einen Tunnel. Leider darf man nicht durch so einen komischen Tunnel durchlaufen oder so, sondern dann kommt einfach ein Ladebildschirm und dann kommt man an der anderen Seite wieder raus. Tja. Aber wir dürfen uns aussuchen, wo wir rauskommen. Und da sollen wir wahrscheinlich hin. Zum Versteck Tiberinsel. Ja, zu diesem Ort reisen wir. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini, zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht, warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Und das werden wir tun. Aber ich glaube, wir haben sogar schon die nächste Sequenz beendet, so wie es aussieht. Ist immer so, wenn das Bild flackert. Ja, und das hier ist unser Assassinenversteck. Ja, und wir haben Sequenz 2 beendet. Unser Assassinenversteck, was später noch recht wichtig wird. Und in dem wir immer zurückkehren können, wenn wir keine Lust haben mehr auf die Stadt. Und da sind wir auch schon in der nächsten Sequenz. Und wir haben direkt was zum Lesen. War Fabio Orsini, den wir eben getroffen haben, der Cousin von Bartolomeo,
an den ihr euch vielleicht noch erinnert aus dem zweiten Teil. Das ist der, der so in sein Schwert verknallt war. Der ein bisschen Banane war, aber trotzdem, wie Ezio schon sagte, ein guter Krieger. Und ja, jetzt lesen wir mal was über seinen Cousin. Hatte doch gerade eben gesagt, ne? Egal. Fabio Orsini, Geburtsjahr 1476 oder 1477, Beruf Freischarführer. Fabio, ein Condottiero aus der kämpferischen Familie Orsini, stand bereits im Alter von 18 Jahren auf dem Schlachtfeld. Warte mal, sind die Orsinis nicht auch die gewesen, die wir in Sequenz 12 bei Schlacht um Forli, die Stadt Forli angegriffen haben? Die zwei Brüder, die wir... Egal. Vielleicht. Er drang in Montepulciano ein, um den Sinesen zu helfen. Im Jahre 1498 schloss er sich mit Bartolomeo d'Alviano gegen die rivalisierende Familie Savelli zusammen. Er trat der dunklen Seite bei, als er Geronima Borgia heiratete, eine Cousine von Lucrezia. Zunächst schien Fabio seine neue Verwandtschaft zu unterstützen. Doch als Cesare im Jahre 1499 in Romagna verweilte, befreite er einen Freund, der im Torre di Nona eingesperrt war. Das lässt darauf schließen, dass es mit seiner Loyalität zu den Borgia womöglich doch nicht allzu weit her war. Als sein Vater Paolo von Cesare getötet wurde, floh er in kluger Voraussicht, griff dann Michelottos Armee an und verlor. So wurde er zu einem Ausgestoßenen, der die ländlichen Gegenden unsicher machte. Sein schlechter Ruf brachte ihm einen Platz auf einer Liste von Banditen ein, die der Papst veröffentlichte. Er führte weiterhin für den Rest seines kurzen Lebens Krieg und starb im Jahre 1504 an einer Kopfverletzung in der Schlacht um Garigliano. Das heißt, lange wird er nicht mehr leben, denn wir sind ja schon im Jahr 1500 irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay, wir haben drei Missionsziele, aber ich würde sagen, wir klettern erstmal hier rauf, um den Aussichtsturm zu aktivieren. Wollte ich eigentlich offscreen machen jetzt zwischen dem letzten Teil und dem hier, aber ist mir eingefallen, ist doof, weil weil wir gerade mitten in der Mission stecken, als wir den Machiavelli verfolgen mussten. Und deswegen mache ich das dann vielleicht nach dieser Sitzung, wenn es sich dann anbietet, sage ich mal. So, irgendwas glitzert hier. Ah, hier. Eine Schatztruhe. Cool. 408, nicht schlecht. Ja, hier ist eine Tür, da kann man nämlich wieder rein in das Assassinenversteck. Keine Sorge, da müssen wir... Oh, ne, hier ist der Aussichtspunkt gar nicht. Da müssen wir sowieso später noch öfter hin. Von daher ist jetzt nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht ausgerechnet jetzt da reingehen. Und die Musik für den Turm kam irgendwie viel später. Und es gibt auch noch 24 Aussichtstürme. Meine Güte, was ist los? Und da unten sind ganz schön viele Sachen, die renoviert werden müssten. Mal sehen, ob wir da irgendwas tun können. Ich guck mal kurz auf die Karte, wie es jetzt momentan aussieht hier. Oh Gott, ist das viel. Und dann werde ich auch mal den nächsten Schritt planen, was wir machen können. Wir könnten ja hier den Turm gleich einnehmen. Und hier mit dem Borderturm und danach uns auf den Weg machen zu dem Erinnerungsanfang. Ich gehe aber mal kurz runter. Ja. Okay, gut. Naja, solange da Wasser ist, habe ich da nichts gegen, dass der so komisch gesprungen ist. Vielleicht ist es auch so. Ich habe auch gar keinen Heuwagen gesehen hier. Oh, Entschuldigung. Schuft. Zumindest. Oh, und schon wieder ist mein Akku leer. Das passiert mir immer in einem Let's Play. Immer. Ah. Okay, das ist eine Bank. Ach genau, Banken gibt es jetzt auch hier. Da kann man sich nämlich sein Geld abholen. Wie viel würde die denn kosten zum Renovieren? 900. Ja, komm. Kann ja nicht schaden. Ja, 364 Florin alle 20 Minuten. Habe ich denn schon was drauf? Besuchen Sie eine Bank, um Ihr Einkommen abzuheben. Kommen Sie, bevor der Tresor voll ist. Sonst wird halt nichts mehr drauf gezahlt, ne? Habe ich denn was? Geld abheben? Spülgeld? Ja, 120 Florin. Juhu. Naja. Genau, und je mehr Banken ihr renoviert, desto größer wird auch euer Konto. Also umso mehr kann es dann fassen. Und hier haben wir einen Schmied, womit einer der wichtigsten Geschäfte, die es hier gibt. Und den renovieren wir auch mal direkt. Das werde ich dann auch öfters offscreen machen, wenn ihr nichts dagegen habt. Das ist echte Wertarbeit. Es ist ja auch eigentlich immer das Gleiche. Da müsst ihr eigentlich auch nicht immer dabei sein. Ich zeige euch das jetzt nur mal hier mit den Sachen und ja. Das reicht ja dann. Okay, wie viel haben wir denn noch? 889. Gibt's denn. Gibt's denn irgendwas an Rüstung? Ja, römische Stiefel. Die kosten aber 1100. An Waffen.
Ja, Offizierschwert. Da, den Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuhalten. Den kann ich mir also nicht kaufen. Ui. Zweihändige Axt. 7000. Ohne römisches Langschwert. Aha. Okay. Kleine Waffen? Yeah. Da könnte ich mir was Neues holen. Aber ich habe eh noch... Ui, die Armbrust. Ja, darauf müssen wir auf jeden Fall sparen, weil die ist ziemlich cool, die Armbrust. Die ist ungefähr so wie die, ich wusste gar nicht, dass Tomaten so wertvoll sind. Die ist ungefähr so wie die Pistole, nur leiser. Und deswegen ziemlich nützlich. Warte mal, Wolle. Boah, das bringt ja ganz schön viel, ey. So, Wolle. Geschäftsaufträge, Treue. Und da unten sieht man dann, was ich da hinbringen müsste, um das freizuschalten. 3 Terrakotta-Gefäße, 2 Totems und 2 buddhistische Gebetsperlen. Ja, ja. Aber jetzt kann ich mir, glaube ich, das römische Langschwert kaufen. Ich glaube, das tue ich auch mal. Oder soll ich mir die Rüstung kaufen? Römische Stiefel. Ich glaube, hol mir erstmal die Rüstung. Dankeschön. Bitte kommt wieder. So, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Energie. Und schöne neue Stiefel. Und noch ziemlich viel Geld. Deswegen... Oh. Ups, Entschuldigung, ich wollte eigentlich den gar nicht vom Pferd ziehen, aber naja, das kann passieren. Nee, ich wollte eigentlich noch zum Arzt gehen und den auch noch renovieren. Der ist ja nämlich auch ziemlich wichtig eigentlich. Und ich habe auch noch genug Geld dafür. So, dann hätten wir schon mal so ziemlich alles Wichtige, um unser Assassinenversteck herum renoviert. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwo ein Schneider und ein Kunsthändler. Ja, beides noch. Aber dafür habe ich jetzt leider kein Geld mehr. Deswegen mache ich mich mal so langsam auf zum Turm hier. Und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Aber noch ein bisschen kann ich gehen. Und ja, ich denke mal, im nächsten Teil sehen wir uns dann direkt vor dem Turm wieder. Oh, wie sie alle zurückweichen, nur weil ich jemanden beklaut habe. Na gut. Ich hätte eigentlich auch Angst, wenn ich so jemanden sehe, wie er einen beklaut. Dann würde ich natürlich dem auch nicht zu nahe kommen, weil ich dann glaube, dass er auch mich beklauen würde. Ponte Fabrizio. Ja, was auch immer. Geht mal aus dem Weg. Ich muss hier durch. Heiß und fettig. Also, ich bin heiß, aber nicht fett. Egal. Ja, dann würde ich sagen, mache ich erstmal hier einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder direkt vor dem Borgia-Turm. Bis dann.